Hallo Leute, liebe Zuschauer, Ostern 2022 steht vor der Tür und meine Prägungen sind fertig, ganz einfach, ohne Prägemaschine geprägt, und das ist für meine Osterpost. Und wie ich diese Prägung hingekriegt habe, ohne Prägemaschine, könnt ihr im Anschluss sehen. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Seid schlau und bleibt neugierig. Ob dezent geprägt oder ein bisschen stärker, hängt bei meinen Holzschablonen natürlich davon ab, wie hoch der Anpressdruck ist. Und diesen kann ich natürlich dann auch ein bisschen steuern. Aber erstmal schauen wir mal, wie das hier mit der Vorderzange klappt. Dazu nehme ich diese Hölzer als Schonplatten und dann feste drauf drücken. Und tada. Das ist jetzt cool geworden, oder? Gut, ein bisschen tiefer hätte es sein können, aber Adressen passen auch noch gut drauf. Und so kann ich meine Osterpost verschicken. Soweit, seid schlau und bleibt neugierig.